Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Apex Bull und wir spielen wieder Total War Three Kingdoms. Jo, in der letzten Folge haben wir Huang Shao hier besiegt in einer ziemlich großen Schlacht. Also ein ganz entscheidender Sieg für uns. Dementsprechend können wir jetzt Fähigkeitspunkte für unsere Charaktere verteilen. Was wollen wir denn hier? Wäre Rückstoß, wäre hier zu erwerben. Hier könnten wir Nachschub beim Kommandieren. Okay, Nachschub ist wichtig. Das wollen wir auf jeden Fall. Dann bei unserem General hier gibt es auch noch was zu holen. Was wollen wir hier? Angriffsbonus für eigenes Gefolge hätten wir. Guerilla-Aufstellung wäre ziemlich cool. Des Weiteren Bewegungsreichweite auf der Kampagne, nur wenn er selbst kommandiert, das tut er nicht. In welche Richtung wollen wir denn? Wir wollen am besten eigentlich hier unten entlang. Dann mal die Gerissenheit hier nehmen. List selbst gibt uns Militärvorräte, das ist in Ordnung. Gut. Dann, wie sieht es denn hier aus? Da mögen sich einige überhaupt nicht. Okay, da geht es aber um Führer anderer Nationen und nicht um unsere eigenen Leute. Die verstehen sich eigentlich alle ganz gut. Auch die Loyalität ist halbwegs in Ordnung. Jo, ich würde sagen, wir werden hier auf Behai zumarschieren. Des Weiteren wollten wir noch aufrüsten. Was tun wir hier? Was hat das hier? Okay, hat keine Effekte. Wie sieht es sonst aus? Ist ganz praktisch übrigens. Man kann hier einfach draufklicken und sieht, wo man überall bauen kann. Gehen wir mal in die Provinz Dong. Wunderbarer Name. Beziehungsweise schauen wir hier mal bei Langye nach. Das ist unsere Nahrungsprovinz. Wir könnten entweder generell das Einkommen aus der Landwirtschaft steigern oder die Nahrungsproduktion. Schauen wir, wie es denn weiter ginge. Okay, wir werden, glaube ich, hier wirklich in Richtung Nahrungsproduktion gehen. Hat nämlich auch hier eine hohe Fruchtbarkeit und wir brauchen dringend eine Provinz, die uns hier versorgt. Außerdem wollen wir dann gegen Kongrong Krieg erklären und nehmen dann diesen Fischereihafen ein. Das heißt, noch mehr Nahrung, kann also kein großer Fehler sein. Ansonsten werden wir das hier mal... Was bauen wir hier? Hier haben wir einen Handelshafen. Könnten wir umbauen in einen Fischereihafen. Ist aber nicht notwendig dabei, glaube ich. Wir haben genügend Nahrung. Könnten hier einen Steuereintreiber bauen. Gibt uns was für Landwirtschaft. Allerdings glaube ich, wir werden das Ganze zu einer Handelsprovinz ausbauen. Dementsprechend werden wir uns jetzt mal die Gebäude suchen. Hier Gaststätte. Jo. Die bauen wir. Gibt uns Einkommen aus Handel und kann auch sehr weit ausgebaut werden. Wunderbar. Wir sind also auf dem Weg hier zu dieser Ortschaft. Und sonst gibt es hier Missionsziele. Also wir sollen den Rang 2. Marquis erreichen, das wissen wir. Und hier sollen wir... richtig. Entweder durch ein Militärbündnis oder Besitz hier diese Stadt besitzen. Allerdings ist es momentan nicht in Reichweite. Wir schauen nochmal kurz nach. Handelsabkommen haben wir genügend schnelle Abkommen. Dongmin. Moment, wir... Heißt das, dass wir ihr Vasall werden, oder wie? Euch ihr als Vasall zu unterstellen. Spinnt ihr? Nein. Niemals. Ansonsten nicht Angriffspakt hätten wir hier mit Kakao. Das wäre sehr wichtig für uns. Das machen wir. Schau mal, würde uns etwas geben. Welch Freude, euch zu sehen. Oh yeah, er würde uns auf jeden Fall was geben. Wir werden um regelmäßige Zahlungen bitten. Da kann man immer ein bisschen mehr rausholen als bei normalen Zahlungen. Kann man wirklich ganz gut... lassen wir es so.
werden dann insgesamt 1890 sein. Super. Handeln wir aus. So sei es. Gib uns dein Geld. So, wer will denn sonst noch einen? Dong Min. Bis hier oben. Gegen den werden wir vielleicht wieder Krieg haben. Das kann passieren. Hier Zhang Yang. Zhang Yan wird man es wahrscheinlich aussprechen. Schau mal, was würde er uns geben? Tretet einfach ein, Freund. Relativ wenig. Da nehmen wir die Flatrate an Kohle. Na, können wir auch ganz schön viel rausholen. So, 445 passt. Das Feintuning wegen den 0,1, das ist mir zu aufwendig gerade. Bin zwar sonst jemand, der gerne min-maxt, aber in dem Fall für die 30 Gold oder was auch immer, ist es mir nicht wert. Okay, des Weiteren, Han Fu, wo ist der? Sehen wir nicht. Im Han-Kaiserreich könnten wir auch einen Nicht-Angriffspakt unterzeichnen. Das brauchen wir dabei nicht. Liu Yu können wir dabei machen. Das ist in Ordnung. Kommen unüberwindbare Probleme verblassen vor leisen Wahrheiten. Natürlich gibt er uns Kohle. Ziemlich viel sogar. Ja, wir lassen es so. Gut. Eure Bedingungen sind akzeptabel. In Ordnung. Wir haben also relativen Frieden. Schauen, dass wir jetzt noch hier unten hinkommen, so schnell wie möglich am besten. Also ab in die Marschstellung und go. Passt, Runde beenden, super. Wir hatten ja in der letzten Folge wirklich viel Krieg. Stimmt dem Frieden zu und behelligt uns nicht weiter. Vergiss es, mein Freund. Wir werden diese Beleidigung nicht vergessen. Wang Shao will also Frieden mit uns. Das kann er vergessen. Oh, Gun. Okay, ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben uns sehr viele den Krieg erklärt. Wir sind da Gott sei Dank noch irgendwie glimpflich rausgekommen. Was haben wir hier? Oh, der kleine Eroberer. Sun Che, Sohn des verstorbenen Xuan Chan, ist im ganzen Land für seine Heldentaten bei der Eroberung der Südlande bekannt. Das Volk hat begonnen, ihn den kleinen Eroberer zu nennen und auch ihr vernehmt diesen Namen mit H, okay, in eurer Hauptstadt. Plus 10% Nachschub, fraktionsweit, das gefällt mir gut. Hier, diese Stadt wird bald mal fallen, schätze ich. Ja, leider. Schade, die hätten wir wirklich gebrauchen können. Wir marschieren weiter. Sehen uns mal an, was es hier so gibt. Ah, sehen leider noch nichts. Okay, ansonsten Fraktionsentwicklungen. Nichts Wichtiges. Wir können dabei auch nicht bauen. Runde beenden. Ah, die wollen, dass wir da mitkämpfen. Nope. Wieso müssen wir denen jetzt helfen, weil es durch Yuan Shao ist und der mit uns in der Koalition ist wahrscheinlich. Ja, wir werden das delegieren, sollen sie ruhig machen. Wir bekommen auf jeden Fall EP dafür. Sicher nicht schlecht. Sieben Gold. Voll. Das kriegen wir auch nicht. Super. Augan, was will der hier? Mit meinem Sieg. Okay. Wir bekommen eine Zahlung und bietet euch die Ehe an. Ihr Charakter wird unserer Fraktion beitreten. Und zwar will der, dass der Liu Bei den die heiratet. What? Die vertragen sich leider überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das leider ablehnen. Eigentümlich, dennoch akzeptabel. Okay. Ganz kurz nochmal schauen wegen der Heirat, weil eigentlich haben wir das doch letzte Folge gecheckt und gesehen, falsch geklickt, dass wir nicht heiraten können. Doch, jetzt kann er auf einmal heiraten. Ah, weil es 2000 kostet. Ehepartner suchen.
Jeder Herrscher muss jemanden an seiner Seite wissen, denn das Reich braucht einen Erben und sein Meister einen Begleiter. Okay, was ist der Unterschied zwischen Ehepartner suchen und verheiraten? Hier können wir einfach... verheiraten wäre bei uns und bei Ehepartner suchen sucht's also einfach jemanden. Sehr gut. Passt, dann suchen wir einen Ehepartner. Hier, Guan Lan Shu. Okay, gut. Die scheinen sich also zu verstehen. In Ordnung. Haben wir die schon in unserem Gefolge gehabt? Ich glaube nämlich nicht. Aber auf jeden Fall sollen die jetzt kleine Erben für uns produzieren. Das wäre toll. Wir schauen nochmal kurz. Doch, Guan Lan Shu, die war doch schon bei uns, oder? Oder ist die neu? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Egal. Auf jeden Fall, er hat jetzt eine Frau. Weil wir das sagen. Gut. Der darf mal weiter vorrücken, unser lieber Bay. So. Als Einheit. Tatsächlich haben die hier eine relativ große Armee. Ziehen wir uns mal in unser eigenes Land zurück. Wie sieht's aus mit den Gebäuden? Wir werden hier in Langje schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen weiterbauen können. Wir könnten hier in Richtung volle Nahrungsproduktion gehen, bräuchten dafür aber eine Reform. Oder dass wir mehr Einkommen aus der Landwirtschaft bekommen. Ich glaube, hier werden wir nicht auf Geld gehen und holen uns diese Reform gleich. Wenn denn irgendwie möglich. Jo. Passt. Bietet sich gerade gut an. Mir ist nämlich in meinen anderen Spielen aufgefallen, dass es wirklich wichtig ist, dass man einen guten Puffer an Nahrung hat. Weil, wenn man eine Stadt einnimmt und die etwas größer ist als ein Dorf oder sonst was, die verbrauchen verdammt viel Nahrung. Also das ist wirklich, man sieht ja hier, hier bräuchten wir dann schon 4 zusätzliche Nahrung. Was wir momentan hätten übrigens. Wir wollten hier weiterbauen und zwar wollten wir eigentlich das bauen. Fuck, dazu brauchen wir Werkzeuge. Wie bekommen wir Werkzeuge? Wahrscheinlich durch unsere Eisenmine hier. Eisen. Gibt es dann irgendwann Werkzeuge? Jo. Nope. Gibt nur Eisen. Interessant. Okay, wo sehen wir, wo wir Werkzeuge bekommen? Wo sind Werkzeuge? Holz haben wir, Reis, Kupfer, Industrielle, Unternehmer, Kunsthandwerker. Das ist immer ein Problem, wenn man sich nicht perfekt auskennt in dem Spiel. Wo bekommt man was? Okay, hier können wir schauen. Werkzeuge rechts unten da. Wir werden schon rausfinden, wo wir das bekommen. Okay, dann werden wir hier dabei was anderes bauen, wenn es denn irgendwie geht. Hier können wir dabei noch nicht. Hier könnten wir, naja, die Nahrung verkaufen am Markt. Würde uns einen Haufen Einkommen geben, allerdings wird es uns auch sehr viel Nahrung kosten. Ich würde sagen, wir werden das hier in eine Großstadt aufrüsten. Wir könnten das jetzt auch mal umbauen. Wenn wir das bauen würden, würden wir Industrielle bekommen. Interessant. Wollten hier eigentlich prinzipiell auf Handel gehen. Das heißt, das werden wir früher oder später vielleicht abreißen. Jetzt werden wir doch dabei mal die Großstadt hier bauen. Kostet ja auch schon genug. Und mehr gibt es jetzt gerade nicht zu tun. Erneuert die Autorität. Passt so. Schauen wir uns noch schnell die Charaktere an und deren Loyalität. Denke ich überall ganz in Ordnung. Runde beenden. Wir bieten euch gerne eine Gelegenheit, um Ehre zu erlangen. Gongsun San, will der, dass wir den Krieg erklären. Wo ist Gongsun San?
da nur hier diese eine Stadt? Kann ich fast nicht glauben, dass der wirklich nur eine Stadt hat. Ich glaube, Gongsun San, dem gehört da noch mehr, nämlich hier hinten. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Er würde uns ziemlich viel Kohle geben, aber ich will mich nicht einfach in einen Stieg reinziehen lassen. Gegen Kakao, nein. Ja. Haben wir einen Nicht-Angriffspakt mit dem? Mein Schau bleibt die. Nein! Das ist unglaubwürdig. Stopp, ablehnen. Moment, okay. Ein gewöhnliches Abkommen. Krieg beitreten. Krieg gegen Fraktion beitreten. Yuan Shao fordert Militärunterstützung gegen die Fraktion von Cao Cao. Wenn wir ablehnen, begehen wir Verrat. Warum? Wir wollen ja ablehnen. Wenn wir annehmen, begehen wir auch Verrat. Wir wollen ablehnen. What? Bin gerade zu blöd für das Ganze. Das wird euch von großem Nutzen sein. Jetzt sind wir im Krieg, obwohl wir eigentlich auf Ablehnen gedrückt haben. Also irgendwas habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was passiert ist. Aber gut, es ist so, wie es ist. Werden wir gleich sehen, was wir da jetzt eigentlich gemacht haben. Okay, schnell auf... Naja, Kakao Yuan Shao den Krieg erklärt. Wir sind nicht im Krieg, oder? Nein. Gut. Sind aber trotzdem unglaubwürdig. Ist das ein Bug? What? Total weird, aber okay. Gut, gut. Wir werden hier in die normale Stellung gehen und... Ah, wir werden hier einen Hinterhalt legen. Vielleicht hat er ja vor, auf uns zuzumarschieren. Eine Armee ist ziemlich groß und so können wir beobachten, was er macht. Das ist gut. Gut, dabei gibt es auch nichts zu bauen. Wir warten, bis die Stadt hier fertig ist. Runde beenden. Was machen unsere Nachbarn? Ich bitte euch darum. Er will einen hölzernen Fisch für gar nichts. Nope. Soll man den einfach herschenken oder wie? Vergiss es. Wünscht. Ein Schlückchen Kaffee für mich. Okay, niedergerissene oder verlassene Gebiete können von euren Armeen für euch beansprucht werden, um wieder aufgebaut zu werden. Selbst aus Asche kann etwas Großartiges geschaffen werden. Hier oben läuft der Gao Gan durch die Gegend. Mal kurz, haben wir wirklich Krieg mit ihm? Yo, wo ist der Typ bis auf hier? Das ist, nervt mich ein bisschen beim Spiel, weil uns erklärt eigentlich jemand, hier oben müsste er sein, uns erklärt eigentlich jemand einen Krieg, den wir noch nicht mal gesehen haben. Und das ist, kommt mir etwas random vor. Ich meine, seine Armee ist jetzt nicht wahnsinnig bedrohlich, so wie mir das vorkommt. Wir werden trotzdem, einfach aus dem Grund, weil wir so oder so schon viel Kohle haben, hier eine Armee aufstellen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Der hat ein relativ großes Gefolge. Andererseits ist er ziemlich teuer. Aber unser finanzieller Puffer ist ja da. Schauen wir uns den Typ mal genauer an. Sein Level ist nämlich auch ganz gut. Was hat er denn für Fähigkeiten? Erdwall, Angriffsresistenz, Moralbonus für Verbündete, verringert die Moral von Feinden und Verschleißimmunität. Ist ein Wanderer und eignet sich eben gut, um Feinde anzugreifen. Moment, wir können ihn gar nicht nehmen, oder? Doch. Wieso können wir den nicht nehmen? Wir haben genügend Kohle.
Manchmal verstehe ich das Spiel nicht ganz. Okay, dann nicht den, in Ordnung. Dann hätten wir hier noch einen auf Level 4. Der ist auch ein ziemlich guter General, glaube ich. Hat genau die gleichen Fähigkeiten. Wieso können wir den nicht nehmen? Er keinen Bock auf unsere Leute, oder was? Sehr eigenartig, aber okay. Ganz toll wäre natürlich auch jemand, der Kavallerie dabei hat. Das wäre wirklich gut. Hat aber nicht so geile Traits. Außerdem, ja, ich glaube, wir werden hier oben den Chang'ao nehmen. Io. Lasst euch beugen. Der von euch ernannte General hat eine neue Armee aufgestellt. Guter Mann. So. Ist jetzt also hier in der Stadt. Holla, Entschuldigung, mir ist mein Feuerzeug runtergefallen. Hier in der Stadt und soll bitte noch wen dazu holen. Und zwar brauchen wir, wir könnten hier die Huan Langshu, das ist unsere Ehefrau, dazu nehmen. Ein erfreuliches Zeichen, dass die Bevölkerung hier wächst. Oder den Song Yao, den werden wir vielleicht nehmen. Schauen wir da kurz an. Okay, das ist Weisheit des Flusses, eine aktive Schwächung, die er hat. Er selbst ist ein Stratege. Ist also eher gibt Buffs und Debuffs für Gegner. Jo, wir werden ihn nehmen. Weise. Und das soll uns, genau deswegen wollte ich den nämlich haben. Bam. Belagerungsmaschinen bauen. Die sind Schweine-OP in dem Spiel. Also wirklich abnormal OP. Die will ich unbedingt. Okay. So, Bericht der Armee. Das ist das, was wir rekrutiert haben. Aufträge. Passt. Schauen wir mal, gibt es sonst noch einen Auftrag, den wir irgendwie erteilen können, der Sinn macht. Hier. Gibt es Einkommen aus Handel, Baukosten, Bauzeit, Zufriedenheit, brauchen wir alles nicht. Hier die Huan Lanshu darf uns vielleicht, ja, die darf eigentlich hier, weil hier machen wir Geld durch Handel, darf hier das Handelseinkommen boosten. Nice. Gut. Hier hat sich nichts getan, leider. Es wäre schön, wenn wir diese Siedlung endlich einnehmen könnten. Oder die sich irgendwie auf die Schnauze hauen und wir einfach, ja, die Reste aufsammeln könnten. Aber es läuft ja eh nie so, wie man will. Naja, Runde beenden. Ein kleines Anliegen. Der hätte gern den hölzernen Fisch für 63. I don't think so. Ihr habt die Wahl. Okay, jetzt wird hier angegriffen. Wir haben die Garnison und unsere gerade aufgestellte Armee. Wir müssen dieses Gefecht spielen und starten das Ganze mal. Wir ziehen für etwas Größeres als uns in die Schlacht. Genau, für mich. Möge nichts unseren Eifer dämpfen. Der Sieg ist unser. So, bin sehr gespannt, wie das Schlachtfeld aussieht. Hätten wir eigentlich im Vorhinein anschauen können. Werden die Garnisonstruppen vorschicken. Okay, es ist also wirklich diese Armee als erstes da und mich nervt es ein bisschen, dass wir nicht in der Stadt kämpfen. Wundert mich auch. Aber okay. Ah, er überlebt bis zum Ende der Schlacht. Ja, das werden wir versuchen.
Okay, hier haben wir Brandpfeile, einen fucking Trebuchet. Die Verstärkung kommt von hier. Gut. Wir werden das dann irgendwie schaukeln. So, wie stellen wir uns strategisch hier mit den paar Einheiten am besten auf? Bogen bereit machen! Derweil einfach mal die Bogenschützen vor. Leiste sind es wenige. Die Speerträger dahinter. Bereite die Katapulte vor! Hier unsere Belagerungswaffe. Die Artillerie. Gut, hier zwei hier hin. Und dann müssen wir schauen, dass die Reserven sofort die Reihen hier verstärken. Weil was wir hier stehen haben, ist ein Witz. Gefechtsstart. Oh fuck. Eure Generäle sind die wichtigsten Soldaten auf dem Schlachtfeld. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Ich würde sagen, wir beginnen sofort mit dem Schießen. Ja, und schauen, dass wir so schnell wie möglich irgendwie Schaden verursachen. Die Kavallerie darf, weil die jetzt angekommen ist, warten wir noch kurz ab, was sonst noch dazu kommt. Kavallerie soll hier hinkommen. Bogenschützen so schnell wie möglich hierhin bitte. Haltet Abstand! Es ist soweit! Diese drei Einheiten bitte hierhin und das Ganze wirklich zackig. Holy fuck, das wird lang dauern, bis die da sind. Waffnet euch! Uncool. Schauen wir, dass wir ihre Bogenschützen treffen. Ah, jetzt sind sie gerade im Wald. Super. Okay, du. Beweg auch deinen Arsch nicht so schnell. Wir könnten ihnen hier ein bisschen in die Flanken fallen und mit unseren Generälen ihre... Okay, das ist interessant, was hier passiert. Er zieht in Richtung dieser Streitkraft. Sollen wir dabei recht sein, wir können euch länger mit der Artillerie beschießen, die voll daneben schießt. Ich will auf jeden Fall ein paar Armbrustschützen hier erwischen. Okay. Jetzt entscheidet er sich doch auf uns zuzukommen. Hier oder nein, er bleibt stehen. Oder ruhig machen. Ihr dürft mal auf die Miliz hier schießen. Da sind noch Bogenschützen, die sich gar nicht bewegen, um zu wissen. Okay, schauen wir mal, wie wir das Ganze machen. Ist auf jeden Fall mal ein Fehler von seiner Seite aus. Hier haben wir auch relativ schön getroffen. Jetzt könnten wir versuchen, mit der Artillerie... Ja, passt eigentlich ganz gut, wo sie gerade hinschießen. Wenn sie den treffen würden. Hier auf die feindlichen Bogenschützen schießen. Ah, schöner Treffer. Ui. Ihr solltet es auseinandergehen, bitte. Ah, können sie nicht. Damn. Verteilt es euch so wenigstens ein bisschen. Ihr beschützt unsere Bogenschützen. Zwar schleunigst. Wir können hier ganz schnell einen Kavallerieangriff wagen. Lauft's weg, greift's hier an. Sterbt! Schweigt und sterbt! Okay, wir... Sehr nice, wir können hier die Kavallerie treffen. So, jetzt müssen wir kurz schauen, der wird um uns herumlaufen. Das ist eher uncool. Wo sind unsere anderen Einheiten? Alle hier. Die auf die Bogenschützen sollen ein bisschen für Chaos sorgen. Und hier müssen wir schauen, dass wir deren Kavallerie vielleicht abfangen.
Jo. Hier schießt es auf die Armbrustschützen hier. Hier hin, und unsere zwei Generäle sollten sich auf ihren stürzen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Sieht's mit einem Duell aus? Deng Sheng. Schauen wir uns ganz kurz seine Stats an. Ist auf jeden Fall schlechter als unserer. Fordern wir ihn zu einem Duell. Ich besiege euch! Ah, das macht er wirklich gut. Du bleibst bitte hier. So, machen wir das Ganze etwas langsamer. Jo, ihr kümmert euch hier um den. Du verwend deine Fähigkeit. Hier wird gut geschossen, das passt. Kavallerie macht, was sie machen soll, super. Soll jetzt hier zum Angriff übergehen. Ja, das wird schwierig, hier den zu killen. Aber okay. Du schießt dabei bitte hier auf die Bogenschützen. Das sollte alles machbar sein, was hier passiert. Oh fuck! Das tut weh. Die Kavallerie hat schon 100 Einheiten von ihm getötet. Das ist wunderbar. Soll hier wieder einen Sturmangriff machen. Das scheint noch sehr ausgewogen zu sein. Die Kavallerie hier ist Gott sei Dank nur bedingt auf unsere Bogenschützen gegangen. Werden jetzt hier ihre Infanterie fokussieren. Ah, gar nicht so easy. Das die feindlichen Ganze. Krieger rennen! Ja, die rennen, wunderbar. Der hier verliert auch, super. Schießt auf die und ihr konzentriert euch auf die Armbrustschützen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ups. Die Speereinheiten dürfen sich auf die Kavallerie konzentrieren. So. Es ist soweit! Fuck, wir sind hier am Verlieren. Haltet euch bereit! Achtung, Krieger! Wie kann der verlieren? Weil der andere, glaube ich, eine Fähigkeit hat. Ihr tut euch schwer! Braucht ihr Hilfe? Ja. Ist das alles? Kommt, gebt euer Bestes! Okay. Er versucht jetzt hier unsere Bogenschützen niederzumachen. Ihre Nein, Einheit versucht er nicht gut. Feiglinge! Scheiße, der verliert komplett. Haltet euch bereit! Hier laufen ihre Schützen weg. Wir werden ihnen hier in den Rücken fallen. Sehr extrem wichtig. Kommt, das könnt ihr gewiss besser. Ich hoffe, eure Klinge ist schärfer als euer Verstand. Wir scheinen zu gewinnen. Die Frage ist... Oh, hier läuft unsere Infanterie weg. Das ist cool. Hat sich wieder gesammelt. Rein da. Unsere Männer rennen davon. Diese Feiglinge! Der Tod ist kein Sieg! Ach, unser Scheiße, General sollte sich knapp. Zurückziehen! Aufpassen! Ach, ich will den nicht verlieren. Uiuiui. Ja, wir laufen weg. Warum flieht ihr? Auf, dass ich weiterkämpfen kann! Bereit! Okay. Bogenschützen! Er läuft auch weg. Wunderbar. Gut, das bedeutet, wir können hier, fallen denen jetzt kurz in den Rücken. Ah, hier gerät alles ein bisschen außer Kontrolle. Seht, wie sie rennen.
Feige! Will da aber mit meinen Fernkampfeinheiten draufhalten. So, wenn wir jetzt von hinten kommen, das könnte uns viel bringen. Hier oben, wie sieht's da aus? Gut. Bleib da, du Pfeife. Okay. Schaut mal, dass er hier die wegballert. Gut, sie fangen an zu laufen. So, einmal zurück. Wir brauchen hier unten dringend jemanden, der uns hilft. Er soll tun, was er will, den ignorieren wir dabei komplett. Achtung, Bogenschützen! Scheiße. Das Ganze kippt total. Okay, die Kavallerie weg hier und auf die. Bogenschützen weiter runter. Achtung, Bogenschützen! Unsere Männer fliehen! Gott, können sie sich nicht einfach sammeln? Fuck, wir hätten es fast gehabt. So knapp. Ja, versuchen wir. Vielleicht können wir sie etwas kiten. Den General könnten wir töten. So, zack. Okay, und vielleicht können wir hinten nochmal unsere Männer fliehen. Mit unserer Kavallerie dazukommen. Die hier haben sich gesammelt, super. Hier mit der Kavallerie rein. Hier drauf schießen. Katapulte bereit machen. Die haben sich auch gesammelt, gut. Und keine Munition mehr, müssen also wirklich im Nahkampf sein. Da müssen wir aufpassen mit unseren eigenen Einheiten. So. Go, Kavallerie! Okay, ja, jetzt bricht das alles. Da noch gar nichts hier. Interessant. Die Krieger fliehen! Feige Hunde! Scheiße! Die Kavallerie hat auch viele umgebracht. Okay. Es ist, wie es ist. Gefecht beenden. Wir haben also schon wieder komplett umsonst eine Armee ausgerufen. Komplett umsonst nicht, aber jetzt müssen wir da wieder zurück. Vielleicht plündert er ja nur. Ah, die Effekte sind schon cool. Ich habe das Volk enttäuscht. Der Feind hat eure Siedlung umzingelt. Mhm. Er will euch vor seinem Angriff schwächen. Ihr sollt... Okay, die Stadt gehört noch uns. Wie sieht's aus? Unmöglich. Eigentlich gut. Nicht heute. Hier hat anscheinend jeder überlebt. Ab. Und übersteht das Elend. Marschieren! Ab in die Stadt. Die Heimat erfreut das Herz. Wie sieht's hier aus? Gut, ganz verstehen tue ich es nicht, weil er war schon in der Stadt drinnen. Oder? Ja. Warum haben wir nicht in der Stadt gekämpft? Okay, whatever. Ist wie es ist. Na gut, alles halb so wild. In Ordnung. Wir beenden die Runde noch. Kau ist hier irgendwie relativ interessiert an unserem Gebiet. Wir warten geduldig auf eure Antwort. Jeder will den hölzernen Fisch. So sei es. Gaugan haut wieder ab. Gaugan, nicht Gaugan, Kaugan.
Okay, es ist Winter. Viel Krieg, was haben wir hier? Staatsgespräche. 6 Autorität, 6 Zufriedenheit. Cool. Ist jetzt beim Liu Bei ausgerüstet oder wie sieht's aus? Für China. Nein, ist es nicht, oder? Nope. Cool, das können wir bei jemandem am besten einsetzen, der nicht so unfassbar loyal ist momentan. Vielleicht unser neuer General. Und sogar noch was Besseres. 8 Autorität, 8 Zufriedenheit. Nice, nimm das bitte. Du hier darfst... nimm bitte die Staatsgespräche. Okay, gut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Mehr gibt's in der nächsten Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Hinterlasst ein Like oder ein Comment, wenn ihr wollt. Oder sogar ein Abo, wenn es euch ganz gut gefallen hat, wie immer. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Apex Bull. Ciao.